come down when I'm going to land. I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know he can hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing. The Society house. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my blow, back to the howling owl in the woods, hunting the honey black toy. No, I finally decide my future lies beyond the yellow brick. Oh mein Gott! Das Schöne an dem Vorhang ist, man weiß ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja. Wollte ich auch gerade fragen. Das stimmt. Wie alt ist denn derjenige hinter dem Vorhang? Oder diejenige? Oder diejenige? Ich bin 15. Oh, ja, das ist klar. Glaubst du denn, es hat sich jemand umgedreht? Ich hoffe zumindest. Und was glaubst du, wie viele haben sich umgedreht, falls sich jemand umgedreht hat? Ich schätze auf 2. Ich meine, wie fühlt sich das denn eigentlich an, hinter einem Vorhang zu singen und man sieht nichts? Ist das so wie zu Hause unter der Dusche singen oder so? Ja, ist halt Dusch mit mehr Publikum. Okay, vielleicht sollten wir uns gegenseitig erlösen. Aber wie heißt du denn? Sag doch mal vorher, wie du heißt. Ich heiße Jakob. Hallo Jakob. Ich kann es nicht mehr aushalten. Regie, Erlösung bitte. Reißen Sie die Dusche ab. Jakob! Krass. Yeah. Wow. Ich glaube, nicht nur wir drei, sondern auch alle hier im Raum würden es gern sehen, wie das aussieht, wenn du das singst. Vielleicht machst du es so. When are you gonna come down? When are you going to land? You know you can hold me forever. I didn't sign up with you. Not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing. The blues absolut verdient bei The Voice, weil deine Stimme ist Danke. So einzigartig, das ist wirklich unglaublich. Ich nehme an, du hast auch Gesangsunterricht, richtig? Ja. Und hast du den schon vor dem Stimmbruch angefangen oder erst als du gemerkt hast, oh verdammt, habe ich eine tiefe Stimme, ich sollte Sänger werden? Oder wie war das? Nein, ich singe schon etwa seit ich 4 bin ungefähr. Oh wow. Was? Kommst du aus einer musikalischen Familie? Ja, meine Eltern singen auch beide und mein Bruder auch. Und hat dein Vater noch ein bisschen tiefere Stimme als du? Ja. Wirklich? Krass. Aber ist dein Daddy da?
ja. Kann der mal kurz hochkommen, bitte? Ja, es reicht, wenn er guten Tag sagt. Hey, schönen guten Abend. Hi. Wir duzen uns ja, wir sind mal so frei und sagen, du, wie heißt du denn? Ich bin der Frank. Oh, wow. Mal Frank, habe ich schon gehört. Wie wäre es denn, wenn die beiden Herren mal was zusammen, was ganz Tiefes zusammen singen würden? Ja, gerne. Ja? Ihr kennt es doch auch, dieses Mada Mada. Mada Mada. Oh mein Gott. Mada Mada. Mada Mada. Mada Mada. Vielen Dank, das war echt krass. Ich habe noch nie so eine tiefe Stimme gehört. Ich habe noch nie zwei so tiefe Stimmen gehört. Ja. Einen großen Applaus für Frank, meine Damen und Herren. Okay, aber Jakob, ey, wir spannen euch und Jakob und alle viel zu doll auf die... Ja, bitte. Ich möchte jetzt auch gerne, dass Jakob sich mal entscheidet. Ja. Ich denke, ich entscheide mich für Vincent. Ja! Ich meine... Ja! Dankeschön, mein Lieber. Herzlich willkommen. Komm mal mit runter. Gewusst, ich hab's gewusst. Die unfassbar tiefste Stimme, Jakob im Team Vincent.